Moin, ich möchte heute diese handelsübliche Kompaktkamera zu einer Infrarotkamera umbauen. Ich spreche dabei nicht von Wärmebildkamera, sondern von der Infrarotfotografie. Der Unterschied liegt in der Wellenlänge des Lichts. Wärmebildkameras nehmen Wellenlängen von ungefähr 3 bis 15 Mikrometer auf, während bei der Infrarotfotografie wir von Wellenlängen zwischen 700 und 900 Nanometer sprechen. Kameras wie diese haben meistens CCD-Sensor verbaut und solche Sensoren können Wellenlängen bis 900 Nanometer locker wahrnehmen. Jedoch kann man mit dieser Kamera diese Wellenlängen nicht aufzeichnen, weil nämlich vor dem Sensor immer ein Infrarotfilter verbaut ist, der diese Wellenlängen blockt. Um diese Kamera in eine Infrarotkamera zu verwandeln, müssen wir zuerst diesen Infrarotfilter entfernen und den durch einen infrarotdurchlassenden Filter ersetzen, also einen Filter, der ausschließlich Infrarotlicht durchlässt und sichtbares Licht blockiert. Weil infrarotdurchlassende Filter sehr teuer sein können, gibt es zwei kostengünstige Alternativen. Entweder ein unbelichteter, entwickelter Diafilm, weil ich den aber nicht habe, nehme ich die zweite Alternative, und zwar eine Diskette. Ich spreche hier nicht von der ganzen Diskette, sondern lediglich von dieser magnetischen Datenträgerschicht. Obwohl sie völlig schwarz zu sein scheint, soll sie angeblich Infrarotlicht durchlassen. Bei der Kamera handelt es sich um die Olympus My 1010. Sie ist ungefähr im Jahr 2008 rausgekommen und schießt Bilder mit einer Auflösung von 10 Megapixeln. Wie ich bereits erwähnt habe, können Bildsensoren nahes Infrarot detektieren und um diese Eigenschaft zu unterbinden, bauen die Kamerahersteller Infrarotfilter vor die Sensoren auf, um diese Strahlung zu blocken. Trotzdem blocken diese Filter aber nicht die gesamte Strahlung, sondern lassen immer einen Teil der Infrarotstrahlung durch. Um das zu beweisen, habe ich hier ein Array aus Infrarotdioden aufgebaut. Diese Dioden emittieren eine Strahlung mit 850 Nanometer Wellenlänge aus. Wenn ich das Licht einmal ausschalte, kann man sehen, dass diese Kamera immer einen Teil dieses Lichts wahrnimmt. Ich persönlich kann mit meinen Augen fast gar nichts sehen, nur ein ganz leichtes rotes Glimmen. Bei dieser Kamera handelt es sich um die Nikon J2 Systemkamera. Man sieht deutlich, dass sie nicht besonders empfindlich ist auf Wellenlängen von 850 Nanometer, wohingegen die Olympus deutlich empfindlicher darauf reagiert. Um an den Infrarotfilter zu kommen, muss ich diese Kamera zerlegen. Ich vermute, dass sich diese hintere LCD-Abdeckung einfach so öffnen lässt, wenn man die Schrauben löst. Das versuche ich jetzt mal. Aber zuvor schalte ich die Kamera natürlich aus. Und nehme den Akku raus. Hier hinten sehe ich keine Schrauben. Okay. Obwohl ich diese Schraube entfernt habe und auch diese hintere Abdeckung, lässt sich dieser Deckel nicht hochheben. Ich löse mal noch diese beiden Schrauben, aber ich denke, dass sie nur diesen blauen Deckel festhalten. Wie man sieht, die Kamera ist schon mal hier runtergefallen. Ich vermute, da sind noch irgendwelche Clips. Hier ist noch eine Schraube. So, wir haben den Deckel entfernt. Ja, hier scheinen noch zwei Schrauben zu sein. Ich bin mir unsicher, ob sie diesen Deckel halten oder nicht. Oh ja, hier sieht man einen Clip. Der Clip hält diesen Deckel fest. Und hier sind wahrscheinlich sogar noch mehr Clips.
Schrauben sind für diesen Schraubendreher definitiv zu klein. Es ist ziemlich schwer, da hineinzukommen. Okay, die Kamera scheint sich jetzt schon ein bisschen zu bewegen. Oh ja, ich glaube, wir sind fast drin. Hier ist noch ein Clip und ich denke mal, diese Schraube muss ich auch lösen. Ja. Ne, für diese Schraube muss ich einen anderen Schraubendreher nehmen. Ja, das scheint zu funktionieren. Oder nicht? So. Ups. Jetzt fällt alles auseinander. Hier noch ein Clip. Und dann sind wir hoffentlich drin. Auch, ich habe gerade ein Gewicht bekommen. Und zwar von dem Kondensator für das Blitzgerät oder für den Blitz. Die sind sehr, sehr gefährlich. Der Metallclip hält noch diesen Deckel zusammen. Den muss ich mal vorsichtig aufhebeln. Ich will ihn auf keinen Fall verbiegen. Und der Clip ist weg. Der Metallclip ist unter den Tisch geflogen. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit gesucht. So, jetzt können wir die Kamera weiter aufmachen. Und ich denke, wir sind drin. Zwei Flachbandkabel halten noch das Display und die Buttons zusammen. Wenn wir die lösen, dann können wir die beiden Hälften aufmachen. Ich habe jetzt die beiden Flachbandkabel gelöst. Dafür musste ich an diesen Board-Connectoren einen Riegel hochschieben. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Na, stellt das scharf? So, ich habe hier die beiden Riegel hochgeschoben und dann lässt sich das Kabel rausziehen. Hier muss man aufpassen, dieses Flachbandkabel für den LCD ist hier oben noch isoliert. Wahrscheinlich, um zu verhindern, dass die Kontakte hier die Metallfläche berühren und dadurch kurz geschlossen werden. Also beim Zusammenbau muss ich nachher achten, dass ich dieses Klebeband wieder draufklebe, beziehungsweise ein neues nehme, weil es nicht mehr klebt. Beim Zerlegen der Kamera habe ich einen kleinen Stromschlag bekommen, und zwar von diesem Kondensator. Dieser Kondensator versorgt das Blitzgerät mit Spannung. Er wird im Betrieb der Kamera auf 300 bis 350 Volt vorgeladen und ich habe hier diese beiden Kontakte berührt, die direkt mit dem Kondensator verbunden sind. Die Kamera ist jetzt schon seit geraumer Zeit ausgeschaltet. Ich messe mal trotzdem die Spannung, die am Kondensator anliegt. So, dafür gehe ich mal direkt an diese beiden Kontakte ran. Man sieht, das sind immer noch 142 Volt und die Spannung fällt langsam. Also beim Auseinanderbauen von Kameras sollte man wirklich aufpassen. Diese Kondensatoren
wenn man da ein Gewicht bekommt. Das ist zwar selten tödlich, aber es ist auf jeden Fall unangenehm. Ich versuche mal zu schauen, auf welche Spannung sich der Kondensator auflädt. Ich habe jetzt in die Kamera wieder den Akku eingesetzt und schalte sie jetzt mal ein. Ich finde es interessant, die Kamera erkennt, dass das Display und die Buttons nicht mehr vorhanden sind. Es fährt nämlich das Objektiv nicht mehr aus. Ich gucke mal, ob der Kondensator sich jetzt aufgeladen hat. Ne, sind immer noch 140 Volt. Ich denke mal, dass die Ladeschaltung für den Kondensator jetzt auch deaktiviert ist. Da ich nicht nochmal ein Gewicht bekommen möchte, wenn ich diese Kontakte aus Versehen berühre, möchte ich die einmal entladen, und zwar mit dem Multimeter. Dieses Multimeter hat eine Funktion, die nennt sich hier Z-Low. Das ist ein Messbereich mit einem niedrigen Eingangsimpedanz. Die Eingangsimpedanz beträgt hier ungefähr 2 Kiloohm. Und wenn ich mit diesem Messbereich versuche, den Kondensator zu vermessen, dann wird dieser entladen. Man sieht die Gleichspannung des Kondensators oben rechts in der kleinen Anzeige. In der großen Anzeige wird der Wechselstrombereich angezeigt. Ich habe den Kondensator jetzt entladen, somit kann ich diese Kamera jetzt gefahrlos weiter zerlegen. Ich vermute, dass hier drunter sich der Sensor befindet. Ich denke mal, dass diese Metallabdeckung auch gleichzeitig als Kühlkörper dient. Ich vermute, dass dieser Rahmen gleichzeitig auch als Bildstabilisator dient, denn ich kann den hier so bewegen und auch diesen Rahmen kann ich hier etwas bewegen. Ich habe leider keinen passenden Schraubendreher, um diese Schrauben zu lösen. Es geht weder mit einem Schlitzschraubendreher als noch mit einem Kreuzschlitz. Interessanterweise, der einzige Schraubendreher, der in der Lage ist, diese Schraube zu lösen, ist mein Leatherman. Ich hoffe sehr, dass der Infrarotfilter unter dieser Abdeckung sitzt. Ansonsten muss ich hier diesen Rahmen aufmachen und da sind etliche Schrauben, die noch gelöst werden müssen. Und tada! Wir haben hier den Bildsensor. Hier lagen noch Unterlegscheiben. So sieht der Aufbau aus. Hier sind die ganzen Linsen für das Objektiv und hier ist der Sensor. Ich vermute, dass der Infrarotfilter ist dieses Stück Glas auf dem Sensor. Das müssen wir jetzt entfernen und mit der Datenträgerschicht eine Diskette ersetzen. Ich versuche mal den Filter zu entfernen und es scheint nicht geklebt zu sein, sondern er liegt einfach nur so drauf. Ja, er ließ sich ohne Probleme entfernen. Ich klappe den Sensor mal wieder zu, damit er keinen Staub abbekommt. Und so sieht der Infrarotfilter aus. Hier ist der Beweis, dass es sich eindeutig um einen Infrarotfilter handelt. Ich habe jetzt aus dem Datenträger eine Diskette ein gleich großes Stück rausgeschnitten und versuche das jetzt in die Kamera einzusetzen.
Ich habe die Kamera jetzt provisorisch zusammengebaut, also die beiden Flachbandkabel sind wieder angeschlossen. Jetzt möchte ich die Kamera mal ausprobieren. Dafür setze ich den Akku ein und schalte die Kamera ein. Und wie man sieht, die Kamera zeigt gar nichts an. Ich schalte mal die Infrarotdioden ein. Cool. Ich denke mal, wir haben einen Sieger. Die Kamera ist jetzt zusammengebaut und einsatzbereit. Man sieht deutlich, dass die Infrarotdioden jetzt deutlich stärker hier sichtbar sind. Hier sind Originalaufnahmen von der Kamera. Man sieht deutlich, dass die Blätter schneeweiß sind. So sieht ein 10-Euro-Schein aus. So sehen 5 Euro aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, so könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn nicht, so könnt ihr euch unten in den Kommentaren darüber auslassen. Ciao!